Alles klar. So, wir machen heute mal wieder eine Aufzeichnung, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass vollständige Induktion ja immer ein bisschen schwierig ist. Ne? Deswegen mache ich heute nochmal zwei Beispiele, die zeichnen wir auf und stellen die dann auch in YouTube. Apropos YouTube, ja, es gibt ja jede Menge Menschen auf YouTube, die sich das auch anschauen außerhalb dieser Lehrveranstaltung, ja. Und die kommentieren sogar da auch. Ja, also wenn ihr mal auf YouTube geht, dann seht ihr auch, dass da richtig mathematische Diskussionen stattfinden in dem YouTube-Channel. Ja, das denkt man gar nicht, dass die Leute auf YouTube kommentieren und über Mathematik diskutieren. Ja, das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Sie kommentieren aber auch andere Dinge. Ja, zum Beispiel wird seit einiger Zeit über meinen Musikgeschmack spekuliert. Und ich möchte jetzt einmal mit diesem Vorurteil aufräumen, liebe YouTube-Gemeinde, ja, ich höre keinen Metal, ja. Es wird immer gesagt, Heavy Metal, der Prof, ja, oder Ozzy Osbourne hätte ich auch gerne als Mathe-Professor, stand mal drunter, ja. Nee, also, ich höre keinen Metal, ich höre Gothic, ja, so, Gruft die Mucke, ne, wissen schon. Drei Schritte vor, drei zurück. Manche Leute behaupten ja, dass Gruftitum und Mathematik gar nichts miteinander zu tun hat. Aber es ist gar nicht so. Ne? Also es ist eigentlich so, dass Mathematik die gruftigste Wissenschaft überhaupt ist. Wissen Sie? Ja? Also seit jeher gehört eigentlich Gruftitum und Mathematik total eng zusammen. Was sich auch beispielsweise in ganz berühmten Mathematikern widerspiegelt. Der berühmteste Mathematiker unserer Zeit, der noch lebt, ja, der ist sozusagen die Perfektion der Verbindung von Gruftitum und Mathematik. Und den habe ich euch heute mitgebracht mal. Ja. Pass mal auf. Joshua, kannst du mal kurz hierher zoomen? Okay, Moment. Alles klar, ja? Gott. Hallo Freunde, ich bin Graf Zahl. Ah. Ja, sehen Sie? So, der hilft uns heute ein bisschen bei vollständiger Induktion, okay? So. Ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten, was total witzig ist. Also im Deutschen kommt es gar nicht so richtig raus, Graf Zahl. Wissen Sie, wie der im Englischen heißt? Der heißt Count von Count, beziehungsweise The Count, ja? Und es ist irgendwie total das Wortspiel, das fällt einem überhaupt erstmal gar nicht auf. Das ist The Count. Count heißt Graf im Englischen. Count. Ja, und auch zählen. Deswegen ist der Graf Zahl. Okay. Begeistert Sie jetzt nicht so sehr. Naja. So, und um das Ganze jetzt abzuschließen, Sie erinnern sich, letzte Woche hat in meiner Vorlesung mein Handy geklingelt. War es letzte Woche? Ja. Ja, war letzte Woche. Und da hatte ich Ihnen Gummibärchen versprochen, ne? Deswegen. Ja. Und um das Ganze jetzt auch sozusagen rund erscheinen zu lassen, habe ich Ihnen Gummivampire mitgebracht. Okay. So. Und die verteile ich jetzt mal kurz. Jede Menge Gummivampire. So. Reichen Sie mal durch. So. Okay, geben Sie einfach mal weiter. Danke. Okay, so. Stört das Rascheln arg im Video? Gar nicht. Okay, super. Dann können wir weitermachen, oder? So. Okay, so.
Jetzt machen wir vollständige Induktion. Ich erkläre noch mal ganz kurz das Grundprinzip und versuche das mal zu visualisieren, dass man sich das vorstellen kann, wie das eigentlich funktioniert. Die natürlichen Zahlen haben ja eine gewisse Struktur, die durch die Peano-Axiome vorgegeben ist, ne? Die sehen so aus. Man hat irgendwie eine kleinste Zahl, die ist bei den natürlichen Zahlen, je nachdem, ob man die 0 oder die 1 nimmt, als kleinste Zahl die 0 oder die 1. Ja? Und dann hat jede Zahl hier so einen Nachfolger und keine zwei verschiedenen Zahlen haben denselben Nachfolger und so weiter. Ne? So sind die natürlichen Zahlen aufgebaut. Es gibt eine kleinste und dann jeweils einen Nachfolger. Es gibt so eine Kette mit einem Beginn. Okay? Eine Kette mit einem Beginn, die in Unendlichkeit weitergeht. So. Wenn man jetzt vollständige Induktion macht, dann zeigt man die folgenden Dinge. Immer wieder diese komische Kreide hier. Ja. Zuallererst zeigt man etwas für das kleinste Element. Ja? Also man zeigt es in der Regel für die 0 oder für die 1, aber kann auch mal ein etwas größeres Element sein. Man zeigt es auf jeden Fall mal für ein bestimmtes Element. So. Und dann zeigt man das, wenn man, also es, zuerst zeigt man zwar ein Element und dann macht man das folgende, man zeigt es, wenn es für ein Element gilt, wenn es für ein Element gilt, zum Beispiel für das hier, wenn es für eins gilt, dann gilt es auch für den Nachfolger. Ich mache das mal hier mit so einem Doppelpfeil, okay? Wenn es für ein Element gilt, dann gilt es für den Nachfolger auch. Also es gilt für ein Element, das ist der Induktionsanfang, und dann kommt der Induktionsschritt, wenn es für ein Element gilt, dann auch für dessen Nachfolger. Das ist eine Implikation, die man da zeigt. Man geht von der Induktionsannahme aus. Wir nehmen mal an, es gilt für irgendeins. Sagen wir mal für k. Wir nehmen an, es gilt für k. Man hat es jetzt für k gar nicht gezeigt. Wir nehmen an, es gilt für k. Und wenn es für ein k gilt, dann gilt es auch für den Nachfolger k plus 1. So, das ist der Induktionsschritt. Ja? So, warum funktioniert jetzt Induktion oder warum zeigt man damit etwas für alle natürlichen Zahlen? Naja, man zeigt es für ein spezifisches Element, beispielsweise für das kleinste, also sagen wir mal für dieses hier. Ja? Für dieses hier haben wir es jetzt gezeigt mit dem Induktionsanfang. Und jetzt haben wir ja im Induktionsschritt gezeigt, wenn es für ein Element gilt, dann gilt es auch für dessen Nachfolger. Wir haben gezeigt, es gilt für das erste mit dem Induktionsanfang. Da es für dieses Element gilt, gilt durch die Implikation es auch für den Nachfolger. Okay? Das heißt, es gilt jetzt auch für dieses Element. So. Ah, jetzt haben wir wieder eins, für das es gilt. Ja? Und mit dem Induktionsschritt wissen wir dann, es gilt damit auch für dessen Nachfolger. Oh, jetzt haben wir wieder eins gefunden, für das es gilt. Ja? Damit gilt es auch für dessen Nachfolger. Oh, wieder eins gefunden, damit gilt es für dessen Nachfolger. Oh, noch mal eins gefunden, ja? So. Und wieder eins gefunden und so weiter und so weiter. Das heißt, wir zeigen es für das kleinste Element und wir zeigen, wenn es für eins gilt, dann auch für dessen Nachfolger. Damit gilt es für das kleinste Element und für dessen Nachfolger und für dessen Nachfolger und für dessen Nachfolger und für dessen Nachfolger und damit für alle natürlichen Zahlen. Bei manchen Induktionen kann dieses kleinste Element auch, das gilt vielleicht gar nicht für die 0, es gilt erst ab der 4. Ja? Na gut, dann zeigt man es halt für die 4 im Induktionsanfang. Und wenn es für die 4 gilt, dann gilt es auch für die 5, wenn es für die 5 gilt, für die 6 und wenn es für die 6 gilt, für die 7 und so weiter und so weiter. Also man, ganz allgemein, man zeigt zwar ein kleinstes Element und die Implikation, wenn es für einen gilt, dann auch für dessen Nachfolger und damit gilt es für alle. So. Und jetzt machen wir nochmal zwei vollständige Induktionen. Hm.
als Beispiel. Aber so ein bisschen Stimmung hier zu verbreiten, ne? Eigentlich bräuchte ich jetzt noch so ein bisschen Donnerschlag. Also bei Kraftzahl ist es immer so, da kommt ein Donner im Hintergrund und dann Fledermäuse, die durch die Gegend flattern. So. Okay. Ich schreibe mal kurz an, was ich zeigen will, ja? Also so eine typische Induktionsaufgabe, die schreibe ich jetzt hier mal an die Tafel. Zeige für alle n Element der natürlichen Zahlen. Machen wir jetzt mal ab der 1, okay? Schreib es nochmal hier in Klammern hin, um es deutlich zu machen. N ist größer gleich 1 in diesem Fall. So. Das Folgende gilt. 1 plus 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus und so weiter. Ne? Also hier unten haben wir Zweierpotenzen und das letzte ist dann plus 1 durch, na, 1 durch 2 hoch n minus 1 ist gleich, und das soll sein, ne? Also es ist jetzt natürlich eine etwas längere Summe hier. Das möchte man lieber direkt ausrechnen, und wenn man das möchte, kann man folgende Formel verwenden. Dasselbe wie 2 mal 1 minus 1 durch 2 hoch n. Also Sie wollen die Summe bilden aller Brüche mit Zweierpotenzen im Nenner. Immer die ersten zusammenaddiert, und das ist ein bisschen aufwendig, das zu tun. Ne? Wenn Sie das Ergebnis haben wollen, können Sie auch einfach die rechte Seite nehmen. So. Dafür braucht man vollständige Induktion. Ne? Wenn man etwas Kompliziertes ausrechnen will, dann kann man vielleicht auch was Einfacheres nehmen. Und ja, jetzt möchte man aber zeigen, dass das natürlich gilt. Ne? Wir müssen beweisen, dass das gilt für alle natürlichen Zahlen. Also nehmen wir jetzt mal die vollständige Induktion und beginnen mit dem Induktionsanfang. Da ist n gleich 1 in diesem Fall. Ne? Weil wir es für alle n größer gleich 1 zeigen wollen, dementsprechend ist 1 das kleinste Element, für das wir es zeigen wollen. So. Ja, jetzt müssen wir, weil n gleich 1 ist, alle n's, die in dieser Formel stehen, durch 1 ersetzen und diese Gleichung, die dann entsteht, beweisen. Gut, wenn wir jetzt hier auf der linken Seite, also wir können mal hinschreiben, was dann zu zeigen ist, wenn man nochmal wirklich sicher gehen will, dass man sich nicht vertut. Ja? Wenn ich jetzt hier links 1 einsetze, guck mal, wo überall n steht, das ist so eine Summe, ne? Hier steht n, also hier muss ich 1 einsetzen, dann steht hier 1 durch 2 hoch 0, das ist 1. Das ist letztlich die Summe von 1 bis 1, also auf der linken Seite hier steht nur die 1. Ja? Das ist sozusagen das erste Element, ich betrachte jetzt nur diesen einen Summanden. Das ist jetzt ein bisschen komisch, wenn man jetzt hier 1 einsetzt, steht hier 1 plus 1 halb plus 1 viertel plus 1 achtel und so weiter plus 1. Ne? Gemeint ist damit aber natürlich, ich nehme jetzt das erste Element. Also das erste Element ist hier in diesem Fall 1. Und hier muss ich auch 1 einsetzen, dann steht da 2 mal 1 minus 1 durch 2 hoch 0. Entschuldigung, 2 hoch 1. Okay, das ist zu zeigen. Okay, das müssen wir zeigen.